heute bei der Klinik am Südring. Familienvater steht nach Notfall unter Fremdgehverdacht. Ich wünsche Ihnen auch noch alles Gute. Hey, was ist das denn für ein Outfit hier? Hallöchen, was steht denn da denn hier? Wir fassen keine fremden Wegen. Leute an. Echte Ärzte und Schwestern. Lebensretter in Aktion. In der Klinik am Südring. Der 48-jährige Straßenbahnführer Peter wird mit Verdacht auf Herzinfarkt von einer attraktiven jungen Frau in die Notaufnahme gebracht. Assistenzärztin Miriam Dietz leitet die beiden sofort in den Schockraum weiter. Einmal den Fuß an dem Haus vorbeigelaufen. Ich bin die Nachbarin. Oh je. Ja. Und ich habe den vor der Haustür zusammenbrechen sehen, auch mit der Hand vor der Brust. Okay. Und dann haben Sie ihn hingebracht? Genau, die hat dann das Auto gesetzt, weil ich immer ein Auto in der Nähe war und hier hingebracht. Einmal das hochmachen bitte. Warum haben Sie keinen RTW gerufen? Das habe ich in der ganzen Panik jetzt gar nicht dran gedacht. Ich wollte einfach nur helfen und den schnell hier hinbringen. Okay. Sonst, EKG bitte, Blut abnehmen bitte. Ja. Eigentlich ist es so, dass Patienten, die den Verdacht haben, dass sie einen Herzinfarkt haben, natürlich auch den RTW rufen und auch einen Notarzt. Das ist auch etwas, was für uns natürlich allemal besser ist, als alleine hier hinzukommen, weil bei solchen Krankheitsbildern wirklich jede Minute zählt. Und da ist es wichtig, dass so schnell wie möglich professionelle Hilfe da ist. Haben Sie Probleme beim Atmen? Ja. Ich mal da dran. Ihr Hemd. Können wir einmal Sauerstoff geben dann auch? Als wenn mir jemand einen Gürtel um die Brust gelegt. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Haben Sie was mit dem Herzen? Nein. Haben Sie was mit der Lunge? Nein, auch nicht. Okay, ich höre einmal aufs Herz, nicht erschrecken. Wie viel Liter? Noch mal 4. Ja. EKG brauchen wir schnellstmöglich. Sie kriegen jetzt von uns was gegen die Schmerzen, ja? Okay, wir müssen jetzt einmal auf Ihre Blutwerte warten. Ich gucke mir jetzt einmal Ihr EKG an, ob man was sehen kann. Ob was mit dem Herzen ist, okay? Bei Patienten, die einen Verdacht auf einen Herzinfarkt haben, gibt es eine bestimmte Vorgehensweise. Wir machen ein EKG, wir gucken, ob es Veränderungen gibt. Wir bestimmen die Tropfwerte, das heißt Herzenzyme, um zu gucken, ob es wirklich eine Schädigung vom Herzen gibt. Und darauf aufbauend entwickeln wir dann unsere Vorgehensweise. Herr Bünger, wie viel wiegen Sie? Circa 110. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Meine Frau ist auch mal mit mir zugange. Ich wundere, ich abnehmen soll. Die Begleitung von Herrn Bünger, die kam uns schon so ein bisschen komisch vor. Wir haben Sommer, sie war bis oben hin zugeknöpft, sie hatte einen Trenchcoat an und eine Strumpfhose. Und ständig kratzte sie sich im Oberkörperbereich. Nachher haben wir dann gesehen, warum das so war. Rauchen Sie? Nein. Okay, und sonst nehmen Sie keine Medikamente, außer was Sie eben gesagt haben? Nein. Oh, die Ehefrau ist da. Okay, kommen Sie rein. Ja? Ihre Ehefrau. Was, meine Frau? Peter, ach Gott, was machst du denn für Sachen? Wo bist du denn jetzt her? Ja, von zu Hause. Wie bist du jetzt hergekommen? Die Nachbarin hat mir Bescheid gesagt, dass du wohl zu Hause vor der Tür lagst und dich eine junge Frau eingeladen hat und dann nach hierhin geschleppt hat. Und ich habe jetzt 3 Krankenhäuser, das ist das dritte Krankenhaus. Ich wusste ja gar nicht, wo du hingehst. Mensch, was machst du denn für Sachen? Was passiert? Also, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Mir geht's nicht so gut. Habe ich einen Druck? Das ist in Ordnung. 130, 80. Okay. Beide Mädchen drin. Frau Bünger, hallo. Hallo. Ich bin die diensthabende Ärztin hier. Dietz ist mein Name. Ihr Mann kam zu uns mit Beschwerden in der Brust. Wir vermuten, dass er einen Herzinfarkt hat. Och nee. Okay. Rückmeldung vom Labor. Ja. Der Troponin ist auch positiv. Okay. Im EKG sieht man jetzt nichts, aber es gibt verschiedene Arten, die man verschieden feststellen kann. Wir würden Sie jetzt, wenn die Zeit haben, wir können kommen. Ins Herzkatheterlabor bringen. Bei einem Patienten, wo wir den starken Verdacht auf einen Herzinfarkt haben, versuchen wir so schnell wie möglich, einen Herzkatheter zu machen. Das bietet sich gerade bei Herzinfarktpatienten sehr gut an, weil man zum einen die Diagnostik machen kann. Das heißt, man kann wirklich nachsehen, genau was im Herzen ist, in welcher Arterie das Problem ist. Und gleichzeitig kann man intervenieren. Das heißt, man kann die Patienten in einer Sitzung dann auch behandeln. Und wer sind Sie, Jungfrau? Ich bin eine Nachbarin von Ihnen. Und von uns? Ja, von Ihnen. Ich hatte Ihr Mann vor der Tür gefunden. Ja. Bei uns aus der Nachbarschaft? Ja, ich bin vor kurzem dorthin gezogen. Okay. Aha, gut, ja. Dankeschön. Ja. Wäre das dann in Ordnung, wenn ich gehen könnte? Natürlich können Sie gehen. Geht's Ihnen gut? Ist alles in Ordnung? Sie kratzen sich und sind so ein bisschen. Nee, ist alles in Ordnung, ja. Okay, gut. Okay, dann noch alles Gute. Tschüss. Die junge Ersthelferin möchte sich so schnell wie möglich der Situation entziehen.
Aber als Patient Peter in die kardiologische Abteilung gebracht wird, bemerkt Miriam Dietz, dass die 29-jährige Eva wohl doch ärztlichen Rat benötigt. Ist alles in Ordnung? Wollten Sie nicht gehen? Nee, ich suche gerade nur meinen Autoschlüssel. Okay. Geht's Ihnen wirklich gut? Ja, mir geht's gut. Ja? Ja. Sind Sie sicher? Ja, das juckt schon ziemlich hier. Sollen wir uns das einmal angucken? Ja, wäre besser. Kommen Sie einmal mit. Die Begleitung von Herrn Bünger habe ich darauf angesprochen, ob sie wirklich gut geht, weil sie wirkte sehr fahrig, sehr aufgeregt, wollte nicht am Anfang nicht so richtig raus mit der Sprache. Aber bei ihr hatte ich eher so das Gefühl, dass sie ein bisschen sich schämen würde. Und dann hat sie ja auch eingewilligt, sich einmal untersuchen zu lassen. Okay, Frau Nolte. Mhm. So. Sie kratzen sich die ganze Zeit, ne? Mhm. Sollen wir genau einmal gucken. Okay. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, was die junge Dame drunter trägt, als sie dann ihren Mantel ausgezogen hat. Aber generell beurteile ich Patienten nicht danach, was sie tragen. Und das ist mir persönlich auch egal, weil es für die Behandlung meiner Patienten vollkommen unerheblich ist. Wir müssen uns das einmal anschauen. Also ich müsste das einmal ein bisschen... Haben Sie das überall? Das juckt einfach über den Oberkörper. Okay. Ja, den Arm ist auch. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nein. Sind gegen nichts allergisch? Sie hatten das auch noch nie? Nee, das hatte ich auch noch nie gehabt. Okay. Haben Sie sonst irgendwie neues Waschmittel benutzt oder sonst irgendwas? Nein, ich... Neues Duschgel oder so? Nee, ich habe das nur heute Morgen aus dem Kostümverleih geholt. Da bin ich auch schon... Ach, das ist nicht Ihres? Nein, das habe ich bei meinem Kostümverleih geholt. Okay. Es kann natürlich sein, dass das durch die Reinigung kommt. Ne? Gerade so Sachen, die verliehen werden, gehen dann oft auch in die Reinigung. Dann werden auch da Chemikalien benutzt und da kann die Haut schon mal allergisch drauf reagieren. Okay. Bei einer chemischen Reinigung kommen natürlich, wie der Name schon sagt, Chemikalien zum Einsatz. Und da ist es gar nicht mal so selten, dass dann bestimmte Leute auch darauf mit einer allergischen Reaktion reagieren. Wir raten dann einfach dazu, die Sachen nicht mehr in die chemische Reinigung zu geben oder das vorher mitzuteilen. Darf ich Ihnen vielleicht eine etwas persönlichere Frage stellen? Ja, dürfen Sie. Können Sie vielleicht mehr dazu sagen, wie das bei dem Herrn Bünger dazu gekommen ist, dass er diese Symptomatik bekommen hat? Ich weiß nicht, vielleicht hat er doch sich irgendwie körperlich betätigt. Oder Sie, können Sie mir ein bisschen mehr darüber verraten? Jetzt weiß ich auch, worauf Sie hinaus wollen. Nein, ich hatte keinen Sex mit Herrn Bünger gehabt. Ich bin Escort-Dame. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem 20-jährigen jungen Mann. Ich sollte mir ein sexy Krankenschwester-Outfit holen. Und dann hat er mir die Adresse gegeben. Ich bin da heute Morgen hingefahren zu dem Herrn Bünger. Ja, dann habe ich geklingelt gehabt und da hat Herr Bünger mir die Tür aufgemacht. In der E-Mail stand, dass er 20 Jahre alt war. Hat mich schon ein bisschen gewundert, weil... ja, die Jungs schummeln ja mal mit dem Alter. Ja, dann hat er mich reingebeten. Wir waren im Wohnzimmer. Da meinte er, ich sollte schon mal anfangen. Er saß im Sessel, hat was gegessen. Und dann habe ich mich angefangen auszuziehen. Und dann ist Herzstiche und ist umgekippt. Okay. Und dann haben Sie ihn eingepackt? Ja, genau. Und deswegen wollte ich auch nicht den RTW rufen, damit kein großer Aufwand in der Nachbarschaft ist. Ja. Oh Gott. Ja, aber toll, dass Sie das gemacht haben. Doofe Situation für Sie, das ne? Für mich ist das in Ordnung, aber jetzt... Also ich würde Ihnen jetzt ein Rezept aufschreiben, das können Sie dann eincremen, das ist ein Antihistaminikum, also das gegen den Juckreiz, auch gegen die Allergie. Wäre aber wichtig, dass Sie so schnell wie möglich dieses Kostüm ausziehen, sich was anderes anziehen. Ja? Okay, deswegen gucken Sie, dass Sie nach Hause kommen. Und wenn es nicht besser wird, dann gehen Sie noch mal zum Hautarzt, ja? Okay, das mache ich, danke schön. Okay. Nach dem anfänglichen Versteckspiel hat Frau Nolte ja dann irgendwann offen zugegeben, dass sie als Escort-Dame arbeitet. Und von diesem Zeitpunkt an fand ich sie eigentlich auch glaubwürdig. Also ich habe ihr auch abgenommen, dass sie mit dem Herrn Bünger keinen Sex gehabt hat. Was allerdings immer noch merkwürdig war, war die Tatsache, dass sie wo offensichtlich von einem 20-Jährigen gebucht worden war. Also das passte ja nun gar nicht. Dankeschön. Nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Hey, was ist denn für ein Outfit hier? Hallöchen, was steht denn denn hier? Wir fassen keine fremden Leute an. Was ist denn los hier? Von wegen, wie viel mit meinem... Waren Sie mit meinem Mann in die Kiste oder was? Und das ist doch kein normales Outfit für eine Nachbarin. Das sieht ja aus wie so eine kleine Nutte. Wo kommst du denn her? Ja, nee, ist doch da. Was ist denn los? Wir beruhigen uns mal ein bisschen, ja? Ein bisschen ruhiger, das ist hier eine Notaufnahme. Lasst mich doch in Ruhe. Frau Bünger.
Nein, ja, ich passe dir nach. Alles dann gut, ja? Nicht wahr sein. Ich mache mir Bünger, die größten Sorgen. Frau Bünger. Oh, ich mache mir die größten Sorgen um meinen Mann und der geht mit ja, so einer, das kann ich verstehen. Krankenschwester-Outfit ins Bett oder was? Das darf doch wohl gar nicht wahr sein. Die Reaktion der Ehefrau konnte ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre ausgerastet, wenn ich gesehen hätte, was die Begleitung unter ihrem Trenchcoat anhatte. Ja? Also wirklich, ich würde da genauso reagieren wie die Frau Bünger. Schwester Ina schafft es, dass Patient Peters Ehefrau Karin zurück zu ihrem Sohn Tommy geht. Der 16-Jährige war sofort in die Klinik geeilt, als ihn seine Mama anrief. Kurz darauf schäumt Gattin Karin immer noch vor Wut und hält ihrem Peter trotz seiner Herzprobleme eine Standpauke. Meine Frau unterstellt mir echt, ich habe mir eine Prostituierte okay, bestellt. Dann kann ich Sie vielleicht mal ganz kurz unterbrechen. Eigentlich erzähle ich sowas ja nicht, aber ich habe ja mit der jungen Dame noch gesprochen, die sie gebracht hat. Und ich meine, das hört sich ja ziemlich ernst an bei Ihnen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die junge Dame mir erzählt hat, dass sie wohl tatsächlich als Escort-Dame arbeitet und bestellt wurde zu... Ja, hören Sie mir erstmal zu Ende zu. Und bestellt wurde zu ihrem Haus von einem jungen Herrn, der wohl 20 Jahre alt wäre. Das ist das, was sie mir gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht weiterhilft. 20? Und dann gibst du dich nicht noch als Junge aus. Aber 20? Tommy? Tommy? Moment, das haben wir gleich. Normalerweise schützen wir natürlich die Privatsphäre unserer Patienten, solange es nicht unsere Behandlung betrifft. Hier war es jetzt leider so, dass wir in dieses ganze Drama irgendwie mit reingezogen wurden, da sich das alles in der Klinik abgespielt hat. Und da muss man sich dann entscheiden, an welchem Punkt man eingreift und dann auch wirklich vielleicht Informationen gibt, die man hat, die man sonst vielleicht nicht unbedingt geben würde. Weil ich muss auch immer alle meine anderen Patienten und alle Menschen, die hier sind, im Auge behalten, die genauso viel Schutz bedürfen wie der einzelne Patient. Tommy, kannst du mir da irgendwas erzählen zu so einer jungen Dame mit einem sexy Krankenschwestern-Outfit? Nee, also die habe ich nur eben gesehen. Aber nee, sonst. Ja? Hast du da nicht doch irgendwas zu beichten? Überlege ich jetzt ganz genau. Der Papa und ich, wir haben uns hier tierisch in die Haare und kommt uns langsam alles ein bisschen sehr spanisch vor. Tommy, ehrlich, das ist kein Spaß mehr. Deine Mutter macht mir hier gerade den Garaus, weil die mir unterstellt, ich hätte mir eine Prostituierte bestellt. Ja, ich hab die bestellt. Ach, Tommy, jetzt nimmst aber nicht dein Vater in Schutz, oder? Nein, guck mal auf dein Handy, da ist auf der Kreditkartenabrechnung steht drauf 400 Euro für Gartenartikel oder irgendwie sowas. Kreditkarte? Ja, ich hab keine, Mama. Aber wie kommst du denn auf sowas, Tommy? In meiner Schule reden alle darüber. 400 Euro, und Kevin meint, er hat schon mit über 10 Frauen geschlafen. Wenn's hochkommt, war der vielleicht mal mit 2 Freundinnen im Kino. Aber mehr auch nicht. Ja, aber alle hatten schon Sex, außer ich. Und dann dachte ich mir, da bestelle ich mir einen, dann hab ich's hinter mir. Aber Tommy, für 400 Euro? Du hast so einen Fisch im Hintern, der. Aber ich durfte mir aussuchen, was sie anhat. So was macht man, wenn die Eltern nicht zu Hause sind? Ja, keine Ahnung, da muss irgendwas schiefgelaufen sein mit der Buchung. Weil eigentlich hätte die morgen kommen sollen, da wird die nicht da gewesen. Eins sage ich dir, Junge, die 400 Euro, die zahlst du uns auch zurück. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der Druck bei den Jugendlichen groß ist. Durch das Internet und ganze Medien kommt man an alles ran, man kann sich alles anschauen. Und wenn dann schon Leute darüber reden, sie hätten ihr erstes Mal gehabt und schon mit vielen Frauen geschlafen, gerade der beste Freund, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er einfach nicht weiter wusste, um mitreden zu können, dass er sein erstes Mal dann halt vielleicht mit einer Prostituierten machen wollte. Eigentlich bin ich nur gekommen, nicht um das ganze Familiendrama mitzuerleben, sondern um Ihnen Ihre Untersuchungsergebnisse zu sagen. Und zwar es ist so, dass wir festgestellt haben, dass Sie eine Verkalkung der Arterien haben, die das Herz versorgen. Das heißt, das nennt man Angina pectoris, wenn man wirklich so Beschwerden hat wie ein Herzinfarkt und die dann aber auch wieder rückläufig sind. Es war jetzt nicht so stark stenosiert, dass die Kollegen gesagt haben, das hätte sich jetzt schon gelohnt, da einen Stent einzubauen. Man muss aber sagen, dass sie jetzt wirklich gefragt sind, da auf ihre Gesundheit zu achten, auf ihre Ernährung zu achten, ein bisschen abzunehmen. Das wäre mir wirklich ganz lieb. Das heißt, das war jetzt wirklich ein Warnschuss für mich, doch mal ein bisschen das Leben umzustellen. Ja. Okay. Das ist jetzt auf, das ist die letzte Warnung, die ihr Körper ihnen gibt, sozusagen. Okay.
Ich hoffe wirklich inständig, aber bin mir auch fast sicher, dass Herr Bünger wirklich verstanden hat, dass das jetzt seine letzte Chance ist, dass er wirklich eine Erkrankung hat, wo jetzt sein Handeln gefragt ist, dass er seinen Lebensstil ändert. Und dann hoffen wir, dass wir Herr Bünger dann auch vor einem Herzinfarkt schützen können. Das ist das, was ich dir heute Morgen auch noch gesagt habe. Ja, ich weiß. Ja, du hattest recht und wir werden sehen. Ach, bitte. Das schaffen wir. Na klar, auf jeden Fall, ja. Sollten ein bisschen auf ihre Frau hören. Aber ich glaube, jetzt haben sie es auch begriffen. Ne? Inzwischen kann die ganze Familie darüber lachen, dass Papa Peter die Escort-Dame für die neue Putzhilfe gehalten hat. Sohn Tommy setzt sich nicht mehr unter Druck, weil er noch Jungfrau ist. Der 48-jährige Peter hat mit Karins Hilfe tatsächlich abgenommen und geht regelmäßig zum Kardiologen.